Hallo und herzlich willkommen bei der 9. Folge von The Elder Scrolls Online. Ich bin Missia. Und ja, wo waren wir zuletzt stehen geblieben? Wir haben hier Mistral gerettet. Mussten hier die Seewipern hier besiegen, beziehungsweise deren Ritual besiegen. Ja, und jetzt sprechen wir mal mit Jimilia. Die Vagabund ist auf dem Weg nach Auridon und wir sind froh, euch dorthin mitzunehmen. Wenn ihr soweit seid, springt in die Barkasse. Ihr bekommt eure eigene Koje. Warum geht ihr nach Auridon? Die ist denn voll Gold. Es kann sich sehr lohnen, nach einem Orkan ein heiles Schiff zu besitzen. Selbst wenn die einzige Fracht Würdenträger des Dominions sind, die eine Überfahrt brauchen. Seid unbesorgt. Ich werde kein Geld von euch verlangen. Ohne eure Hilfe wäre die Vagabund nur noch ein Haufen zerborstenes Holz. Ist euer Schiff bereit, die Segel zu setzen? Ja, die Vagabund ist wieder voll in Schuss. Und bereit für schweren Seegang. Dank der Spenden der Maormer konnte Quartiermeister Oblan sogar ein paar Verbesserungen machen. Keine Angst, sie wird euch sicher nach Auridon bringen. Okay, lebt wohl. Ja, wir werden jetzt Beiboot. Okay, wir werden jetzt mit dem Beiboot die Vagabund. Und dann wollen wir mal loslegen. Ah, und im Mai kommt, im Mai kommt für PC die nächste Erweiterung raus. Von The Elder Scrolls Online. Ich kann das aber schon vorbestellen und das werde ich auch diese Woche auch veranstalten, beziehungsweise auch machen. Ja, und mal schauen, weil wir kriegen mit dem Update auch paar... Keine Sorge, nur ihr könnt mich sehen. Wir müssen reden. Ja, paar Updates halt und man kriegt halt schöne Sachen auch. Ich werde das halt wie... bei den anderen Erweiterungen auch per Collector Edition machen. Und auch, ich werde auf jeden Fall die Collector Edition kaufen. Und ich habe auch jetzt mal die ESO Plus geholt, weil da gibt es halt auch viele Features. Hast du wie zum Beispiel in mehr Inventarplätze, Bank und extra Beutel für Handwerkskunst. Aber jetzt reden wir mal mit dem Propheten, was er so möchte. Und dann starten wir in Auridon mal dann. Und ja, lasst euch in der Welt von The Elder Scrolls Online entführen und... Ich hoffe, ihr habt beim Zuschauen auch viel Spaß, so wie ich es im Spiel habe. Leider konnte ich letzte Woche die 9. Folge von The Elder Scrolls Online nicht machen, aus den Gründen schon alleine, weil ich ja letzte Woche krank war und ich habe es halt nur geschafft am Sonntag oder Samstag von World of Warcraft das Let's Play zu machen und daher tut es mir aufrichtig leid. Aber jetzt halte ich mich nicht lange mit Reden auf, sondern wir reden jetzt erstmal mit dem Propheten. Da seid ihr ja, Entseelte. Wir müssen sofort reden. Hallo, Prophet. Hört gut zu. Ich habe eine sichere Zuflucht gefunden, von der aus wir unser weiteres Vorgehen planen können. Ihr müsst mich dort treffen. Wo ist diese sichere Zuflucht? Ich bin an einem sandigen Ufer erwacht. Einem Strand, der sich vor einer belebten Elfenstadt erstreckte. Vulkilwacht.
Die Zuflucht ist in einer Höhle am Meer außerhalb der Stadt. Genau dort werdet ihr mich finden. Ich werde sofort kommen. Natürlich, ja, wir sagen zwar sofort, aber ich glaube, wo ist denn jetzt mein... Aber ich glaube eher, wir werden erstmal die anderen Quests annehmen. Ach, meine Maus ist dabei, okay. Oh, hier ist ein Buch. Alles über Auridon Kapitel 1. Yay! Alles über Auridon Kapitel 1. Ich grüße euch, werter Leser. Ich heiße euch willkommen zu den kristallblauen Wellen und der sanften Meeresbrise von Auridon. Diese wunderschöne Insel, das Juwel des Sommers. Moment. Entschuldigung. Entschuldigung für den, dass ihr, ja, Entschuldigung, dass ich eben kurz so lange, ja, online, abwesend war, aber es war halt sehr wichtig und, Summer's End Archipels und das Tor nach Tamriel ist schon lange das Zuhause der freundlichsten und weltoffensten Mitglieder meines edlen Volkes. Mit diesem Werk präsentiere ich mein unbearbeitetes Beobachtungstagebuch, Gedanken, die ich während meines letzten Besuchs auf der Insel niedergeschrieben habe. Auf diesen Seiten werde ich einige der verborgenen Juwelen der Insel, einige der beeindruckendsten Flecken dieses behüteten Paradieses beschreiben. Und so verbleibe ich als euer bescheidener Ortskundiger. Ich wünsche viel Vergnügen, Felil, der Reisende. Die restliche Seite wurde herausgerissen. Schade eigentlich. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt ein Tagebuch gefunden und hier ist schon die nächste Quest. Die werden wir auch jetzt gerade... Habt ihr einen Augenblick? Und wir werden da ja natürlich auch mit ihm sprechen. Mal gucken, was Ehre er will. Ehre und Glaube, Reisende. Klingelmeisterin Khazura erwartet euch im Herrenhaus von Vulkhilwacht in Auridon. Sie hat darum gebeten, euch sofort zu treffen. Warum zeigt eine Klingelmeisterin überhaupt Interesse an mir?
Ich kenne nicht alle Einzelheiten, aber ich glaube, es hat etwas mit einem Grabmal der Drachengarde zu tun. Hm. Ein ehemaliger Schüler sucht nach einer Lösung für die Bedrohung, der sich Elsweyr derzeit gegenüber sieht. Er hofft, es in den sterblichen Überresten dieses uralten Ordens zu finden. Und Khazura hat eingewilligt, ihm zu helfen. Eine Bedrohung, der sich Elsweyr gegenüber sieht? Drachen. Jene schrecklichen Bestien, die zurückgekehrt sind, um die Lande der Khajiit zu verwüsten. Doch schon allzu bald werden sie ganz Tamriel bedrohen. Klingenmeisterin Khazura hat mich entsandt, um Hilfe zu suchen. Ich habe euch gefunden. Wohlan. Wohlan denn? Ich werde mich mit Klingenmeisterin Khazura treffen. Klingenmeisterin Khazura erwartet euch, Reisende. Die Göttlichen seien an eurer Seite. Erzählt mir mehr über Klingenmeisterin Khazura. Khazura lehrt in der Abtei der Klingen die Wege der alten yokodanischen Schwertheiligen. Ich hoffe, mir unter ihrer Anleitung eines Tages den Rang eines Klingenmeisters zu verdienen. Wie kam eine Klingenmeisterin dazu, ein Grabmal der Drachengarde zu durchsuchen? Klingenmeisterin Khazura kann euch mehr dazu sagen. Mir sind nicht genügend Einzelheiten bekannt, um an ihrer Stadt zu sprechen. Okay, machen wir. Ja, auf jeden Fall sind hier sehr viele Quests für uns. Und darum kümmern wir uns jetzt natürlich auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall ist mit ESO Plus auch so, dass man frische auch... Düfte, exotische Gewürze, eine königliche Auswahl an Gerüchen für den anspruchsvollen Koch. Kommt, schaut euch um. Was habt ihr anzubieten, Krämer? Natürlich Erstmal natürlich verkaufen wir wieder. Mit dem Bogen will ich noch warten. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber der Rest war natürlich schlecht. Und daher werden wir die natürlich verkaufen. Inventar, verschiedene, nee, die. Aber ich kann mich auch mal reparieren, wenn wir schon mal dabei sind. Ja, und mit den ESO Plus habe ich auch bezüglich auch spezielle Vorteile, aus dem Grund auch, weil ich auch DLCs damit freigeschaltet habe. Und jetzt reden wir mal mit Astania. Einen schönen Tag, ich bin Astania, Wachthauptmann. Da sich die Königin hier aufhält, müssen wir für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen sorgen. Woher kommt ihr? Ich komme gerade aus Kentaris Rast. Rasumda schickt mich. Die Insel wurde von den Maorma angegriffen. Der alte Ras schickt euch also. Das könnte die Lage verkomplizieren. Danke, dass ihr es mir gesagt habt. Die Königin ist von Feinden umringt. Mhm. Ihre Beschützer müssen ständig wachsam bleiben. Und diese Informationen werden entscheidend für ihre Einschätzung der derzeitigen Situation sein. Okay, wir schließen die Quest mal ab. Ich werde sicherstellen, dass die Neuigkeiten bezüglich der Maorme entsprechend weitergeleitet werden. Sorgt euch nicht darum. Aber nun, wie ist euer Name? Ich brauche ihn für das offizielle Register. Mein Name ist Nisjaha und ich habe Stufe 10 erreicht. Ich werde das einfach aufschreiben. Auf Geheiß der ersten Auridon-Seesoldaten wurde eure Anwesenheit in Vulkilwacht hiermit vermerkt. Tut euer Bestes, keine Probleme zu machen und Ärger aus dem Weg zu gehen. Lebt wohl. Ihr scheint sehr beschäftigt zu sein. Gibt es etwas, womit ich helfen könnte? Hilfe? Nein, das glaube ich nicht. Obwohl, meine Wachleute haben gerade alle zu tun. Falls ihr dazu bereit wärt, könntet ihr dann vielleicht ein paar Dinge für mich nachschauen? Ich stehe euch zu Diensten. Gut. Ich möchte, dass ihr mit zwei Mitgliedern des königlichen Hofstaates sprecht. Mit Berater Norion und Verwalterin Eminwe. Sie warten auf Unterstützung durch die Wache. Ich kann aber gerade keinen einzigen Mann entbehren. Mit wem möchtet ihr zuerst sprechen? Ja, jetzt müssen wir uns wieder entscheiden. Entweder sprechen wir mit dem Berater zuerst... oder mit der Verwalterin, aber ich würde eher mal mit der Verwalterin gerne sprechen wollen. Ihr findet die Verwalterin im Lagerhaus östlich von hier. Vergesst nicht, ihr zu sagen, dass ich euch schicke. Sobald ihr mit den beiden fertig seid, meldet euch wieder bei mir im oberen Teil der Stadt.
Das werde ich tun. Nun, worauf wartet ihr noch? Könnt ihr mir mehr über Königin Eiren erzählen? Habt ihr euch kürzlich den Kopf gestoßen? Ja. Die Königin führt das Altmeri-Dominion an. Vor ein paar Jahren hat sie sich fernab des Hofes ein wenig ausgetobt. Doch nun ist sie zurück, um ihr Geburtsrecht einzufordern. Die Führung der Allianz. Wo war sie? Unterwegs beim Schäkern in ganz Tamriel? Wer weiß? Wen kümmert es? Ich wünschte, ich könnte meine Arbeit hinwerfen und anschließend einfach wieder aufschlagen, sobald mir langweilig geworden ist. Pah! Worum dreht sich die Rede der Königin? Wahrscheinlich um die Einheit des Dominions. Es sind noch längst nicht alle Altmeer von der Allianz restlos begeistert. Ist nicht böse gemeint. Wer sind die ersten Auridon-Seesoldaten? Königin Eirens Leibgarde. Sie werden von Schlachtenvogt Okelmo angeführt, einem der höchst dekorierten Krieger des ganzen Dominions. Ihr seid keine Seesoldatin? Nein, ich bin der Hauptmann der örtlichen Stadtwache. Die Seesoldaten sind die rechte Hand der Königin. Meine Pflichten gelten der Stadt. Rasumdar sagte, ihr beide wärt alte Freunde? Ha, der Kerl hat wirklich eine rege Fantasie. Sicher, wir kennen einander. Haben ein paar Mal Seite an Seite gekämpft, aber ich weiß nicht, ob ich ihn einen Freund nennen würde. Nicht seitdem er bei der Königin unterschrieben hat. Mhm. Bei der Königin unterschrieben? Er hat euch nichts gesagt? Natürlich hat er das nicht. Er ist der größte Lügner, den ich kenne. Mhm. Rasumdar arbeitet direkt für die Königin. Für irgendeine schattenhafte Geheimorganisation. Diebe und Lügner, der ganze Haufen. Also ganz ehrlich, ich glaube eher, sie ist eifersüchtig. Oh, ich habe eine verliebt. Yay. Yeah. Und ja, auf jeden Fall, ich denke mal, dass sie ganz schön eifersüchtig ist. Und dass sie wohl wirklich nicht wirklich, ja, wie soll ich sagen, auf jeden Fall, dass sie wirklich irgendwie was dagegen hatte oder eher, ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall, ich weiß, ich lehne mich wieder zu weit aus dem Fenster, aber ich glaube eher, da ist irgendwas anderes im Busch und sie will es aber so nicht wirklich sagen. Und daher, ja, auf jeden Fall bin ich da ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube eher, dass sie nicht wirklich die komplette Wahrheit sagt. Und ja, auf jeden Fall, wir müssen auf jeden Fall extrem vorsichtig sein, weil aus den Gründen schon, man weiß halt wirklich nicht, wie... inwieweit inwieweit sie halt mit verwickelt ist. Aber ich glaube eher, sie ist wirklich extrem eifersüchtig und man muss wirklich sehr vorsichtig sein. Und ich will jetzt aber mich, wie gesagt, ich will mir nicht gerne aus dem Fenster lehnen. Ist das zu glauben? Drachen in eurer eigenen Heimat. Ihr da. Werdet ihr nur wie würde es euch gefallen, etwas Lohnenswertes zu unternehmen? Aber er hofft, dass seine Familie... Ihr seht wacker aus. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen, solange ihr keine Angst vor einem skrupellosen, heimtückischen Halunken habt. Ich fange nochmal an. Ich vertrete Sirodilische Sammlung, eine Gesellschaft, die sich dem Aufspüren, der Bergung und der Instandsetzung der verlorenen Schätze der Argonia verschrieben hat. Ah, welche Art Hilfe benötigt ihr? Unsere Gesellschaft besteht aus mir, meiner Schwester und einigen Verbündeten. Wir bereiten eine Expedition vor, um die von uns geborgenen Antiquitäten nach Trübmoor, tief im Herzen von Schwarzmarsch, zu bringen. Leider ist unsere Konkurrenz angriffslustig. Dieser skrupellose und heimtückische Halunke, den ihr erwähnt hattet? Hagenau der, Margus Derius. Er plündert die Geschichte und schert sich dabei nur um den Gewinn. Er war ein Mitglied unserer Gesellschaft, bis er unsere Rechercheunterlagen stahl und verschwand. Ihr müsst euch für mich in den nahegelegenen gesetzlosen Unterschlupf einschleusen und herausfinden, was Margus vorhat. Ich werde sehen, was das... Ich werde sehen, was ich über Margus Derius in Erfahrung bringen kann.
Auch wenn ich selbst noch nie im gesetzlosen Unterschlupf war, weiß ich aus berufenem Munde, dass derlei Orte von allerlei Tunichtguten frequentiert werden. Halunken, Schwarzmarkthändler und Schmuggler mit schlechtem Leumund. Genau die Art von Gesellschaft, die Margus um sich schätzt. Wonach soll ich immer gesetzlosen Unterschlupf suchen? Sprecht mit einigen der besser vernetzten Halunken, die hier Geschäfte treiben. Ich kenne einige von ihnen den Namen nach. Sucht nach Greta, einer Wissensvermittlerin. Urzashi, einer Schwarzhändlerin für Antiquitäten. Und Ishundir, einem Schmuggler von historischen Schätzen. Erzählt mir mehr über Margus Derius. Margus trat ursprünglich als Freund und Gönner an uns heran. Ich dachte wirklich, dass er dabei helfen wollte, verlorene agonische Schätze an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Er arbeitete eine Weile mit uns zusammen, doch schon bald offenbarte er sein wahres Gesicht. Entschuldigung, mein Telefon geht. Entschuldigung, aber irgendwie ist dieser Tag heute richtig verhext, weil ständig, seit heute Morgen, geht nur mein Telefon und ganz ehrlich, es nervt. Und was hat er offenbart? Margus will die Antiquitäten für sich selbst. Der Konkurrenzkampf wurde ziemlich gewalttätig. Er hat ein brutales Temperament und ist geschickt mit Zaubern. Da habe ich richtig Sorge um meine Kameraden. Ich glaube auf jeden Fall, dass Margus besonders an Reliquien aus der Zeit vor dem Dämmersturz interessiert ist. Dämmerschutz? Als Dämmersturz bezeichnet man den langsamen Niedergang der großen Saxleel-Zivilisation. Vor Äonen bauten die Agonia Pyramiden, die man Xanmere nennt, und die wesentlich fortschrittlicher waren als heutige Bauten. Unsere Forschung dreht sich vor allem um die gefährlichen Relikte aus jener Zeit. Pyrodelische Sammlungen sucht nach gefährlichen Relikten? Nein, nicht eigens danach. Aber sogar ein Hammer lässt sich ja zum Guten wie zum Bösen einsetzen. Margus sucht ein Relikt aus der Zeit vor dem Dämmersturz. Da bin ich mir sicher. Ich muss nur herausfinden, welches, bevor etwas Schreckliches geschieht. Mit eurer Hilfe können wir ein Unglück abwenden. Was genau macht pyrodelische Sammlungen? Wir sind historische Ermittler. Wir erforschen und suchen Antiquitäten, die aus dem Heimatland der Agonia gestohlen wurden. Wenn wir sie finden, bringen wir sie nach Schwarzmarsch zurück. Nun, das ist zumindest der Plan. Wir haben noch ein paar Sachen einzusammeln, bevor wir unsere erste Reise unternehmen. Ihr habt also vor, alle Dinge zurückzubringen, die ihr findet? Das hat sie doch gerade gesagt. Ganz sicher die wichtigsten. Wir müssen ja auch etwas Gold verdienen, um den Betrieb zu finanzieren. Manche Gegenstände heben wir auch für ein Museum auf, das wir in Schwarzmarsch eröffnen wollen. Ein Ort, an dem diese kulturellen Schätze von jedem bewundert werden können. Warum konzentriert ihr euch ja auf agonische Antiquitäten? Meine Schwester Famia entwickelte während ihrer Zeit an der Universität eine Faszination für die agonische Geschichte. Als sie nach Hause zurückkehrte, wussten ihre Geschichten auch mich zu begeistern und mein Interesse war geweckt. Ich kann es kaum erwarten, in Trübmoor zu ihr zu stoßen. Ihr hattet eine Expedition nach Trübmoor erwähnt? Sobald wir die letzte agonische Antiquität das war keine auf Frage. Meiner Liste geborgen haben, organisieren wir eine Expedition in diese Region von Schwarzmarsch. Meine Schwester ist schon vorgegangen, um ein Basislager aufzuschlagen und uns den Umgang mit den Einheimischen zu erleichtern. Ihr werdet diese Dinge also wirklich den Agoniern zurückgeben? Wir haben vor, die meisten Dinge ihren rechtmäßigen Eigentümern zu übergeben. Wir haben Trübmoor ausgewählt, da laut unseren Recherchen der Großteil der Gegenstände auf unserer Liste von dort stammt. Die rechtmäßigen Besitzer zu finden, könnte allerdings eine weitere Expedition erfordern. Warum soll ich für euch den gesetzlosen Unterschlupf in der Nähe unterwandern?
Ich mag noch neu im Geschäft mit argonischen Antiquitäten sein, aber Margus und seine Handlanger kennen mich zu gut. Sie würden mich auf der Stelle verraten oder mir ein Dolch in den Rücken stoßen, bevor die Tür hinter mir zugefallen wäre. Ich suche hierfür jemanden ohne Verbindung zu Cyrodiilische Sammlung. Und was werdet ihr in der Zwischenzeit tun? Ich habe noch andere Mitarbeiter, die angeleitet und koordiniert werden müssen. Margus hat uns bereits bei ein paar ausgewählten Antiquitäten übertrumpft. Ich muss sicherstellen, dass das nicht so weitergeht. Ich habe noch ein paar eigene Spuren, denen ich nachgehen kann. Wir treffen uns wieder hier. Okay, aber du solltest mal deine Karte mal besser, untersuchen lassen, weil die durch deinen Körper gegangen ist. Uah, sie ist ein Geist. Uah. Nein, natürlich nicht. Und wir reden... Wer würde denn so eine gemütliche kleine Wohnung nicht wollen? Wir reden jetzt mal mit Ferrande Demar. Ihr habt da etwas an euch. Eine ganz bestimmte Eigenschaft, die man nur selten findet. Und glaubt mir, ich liege bei solchen Dingen nie daneben. Kann ich euch für ein Zimmer im örtlichen Gasthaus interessieren? Obwohl, wartet mal, das kam jetzt falsch rüber. Ein Zimmer im örtlichen Gasthaus? Seht mal, leere Zimmer sind schlecht fürs Geschäft. Der Unterhalt allein kostet mich mehr, als der ganze Laden wert ist. Aber ich glaube, wir können uns da schon irgendwie einig werden. Und damit meine ich nicht die Nummer, bei der wir vorher noch erst nett zusammensitzen und was trinken. Das möchte ich ganz eindeutig festhalten. Was für eine Art von Übereinkunft? Ich brauche jemanden, der den Ruf meines Ladens aufpoliert. Mhm. Die Art von Heldin, zu der die Leute aufschauen. Und ich habe dabei euch ein gutes Gefühl. Ihr habt Großes geleistet und ihr seid wahrscheinlich im Begriff, noch Größeres zu leisten. Sieht ganz so aus, als könnten wir hier einander aushelfen. Ich bin interessiert. Wie sind die Einzelheiten? Na schön, Details. Ich kann verstehen, wie das einem ein wenig zwielichtig vorkommen kann, aber macht euch keine Sorgen. Dieses Gasthauszimmer ist in bestem Zustand und sehr günstig gelegen. Ich kenne euch Abenteurer. Ihr habt doch gern ein Zuhause in jeder Stadt. Das hier wäre sicher eine schöne Ergänzung eures bisherigen Eigentums. Da muss es einen Haken geben. Was ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Ich brauche nur jemanden, der meine Außenwirkung ein bisschen auffrischt und mein Bauchgefühl sagt mir, dass ihr diejenige seid. Solange ihr keine Skoma-Höhle oder einen Unterschlupf für Gesetzlose daraus machen wollt, gehört dieses Zimmer euch. Solange ich mich innerhalb eines gewissen rechtlichen Rahmens bewege, kann ich mit dem Zimmer also machen, was ich will? Oh, sicher! Ihr könnt Handwerk betreiben, eure Haustiere unterbringen und Schätze oder Trophäen ausstellen, auf die ihr bei euren Reisen gestoßen seid. Hey, ihr könnt sogar eine Übungspuppe aufstellen, um euch im Kampf zu üben. Solange ihr nichts demoliert, habe ich nichts dagegen. In Ordnung. Ich nehme euer Angebot an. Wollen wir? Hervorragend. Ihr werdet diese Entscheidung nicht bereuen, das schwöre ich. Hier sind der Mietvertrag und der Zimmerschlüssel. Es hat zwar etwas gedauert, doch ich konnte sie mir von meinem letzten Mieter besorgen. Hat mehr Zeit in den Abwassertunneln in Anspruch genommen, als ich gehofft hätte. Aber so ist das eben in diesem Geschäft. Ja. Ich hoffe, das Zimmer gefällt euch. Bei eurem Ruf bin ich mir sicher, dass ihr keinerlei Ärger mit den Nachbarn haben werdet. Mhm. Falls doch, dann denkt bitte daran, Todesdrohungen sind auch keine Lösung. Ich hatte da ein klitzekleines bisschen Ärger, als mein letzter Mieter anfing, welche zu verschicken. Gibt es sonst noch etwas, das ich beachten sollte? Nö, fühlt euch einfach ganz wie zu Hause. Putzt alles ein bisschen raus. Ich kann es ehrlich gesagt kaum abwarten, endlich zu sehen, wie ihr hier alles einrichtet. Hoffentlich habt ihr am Ende ein paar dädrische Schreine weniger als ein anderer ehemaliger Mieter von mir. Also, gar keine dädrischen Schreine wären am besten. Natürlich, ich verehre die Dädra nicht einmal. Oh, was für eine Erleichterung. Ich kann euch gar nicht sagen, wie schwer man Blutflecken aus Bodendielen herauskriegt. What? Und das ist nicht einmal das Schlimmste. Ich hatte schon Mieter, die ihre Zimmer mit den wildesten Sachen vollgeräumt hatten. Oh, oh. Reittiere, Grünzeug, Gehilfen. Ich meine, das ist immer noch ein Zimmer in einem Gasthaus. Gehört euch dieser Laden? Mir gehört dieses, sowie noch einige andere Etablissements in ganz Tamriel. Es lohnt sich, das Geschäft breit aufzustellen. Mhm. Natürlich bedeutet das auch, dass ich auf verschiedenste Arten von Ärger achten muss. Aber hey,
Es hat ja nie wer behauptet, das Immobiliengeschäft wäre ein Kinderspiel. Wieso kommt es mir eigentlich so vor, dass sie, weiß ich nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall, naja, egal, wir haben hier auf jeden Fall Bücherregale und wir werden Vater des Nieben, erstes Fragment, Einbearbeitung vom ersten Fragment, übersetzt und kommentiert von Florian Jalil, Einleitung. Eine Biografie zu schreiben ist immer eine Herausforderung. Gewöhnlich liegt das Problem in der Einschätzung der Quelle und in dem Vergleich der Vorurteile einer Chronik mit denen einer anderen und wieder einer anderen. Es gibt nur einen Bericht über den Mann, der Topal, der Navigator, genannt wird. Er ist der erste bekannte Altmeerforscher von Tamriel. Nur vier kurze Versfragmente des Epos Vater des Nieben sind deutlich noch erhalten, aber sie gewähren einen interessanten, wenn auch umstrittenen Blick auf die mittlere meretische Ära, in der Topal, der Navigator, die Meere um Tamriel bereist haben mag. Vater des Nieben ist zwar das einzige schriftliche Zeugnis der Reisen Topals, aber nicht der einzige Beweis seiner Existenz. Zu den Schätzen des großen Kristallturms von Summer's End gehören seine grob gezeichnete, aber dennoch faszinierenden Karte, sein Vermächtnis an ganz Tamriel, die Übersetzung des altmährischen Uthendra, Nibenu als Vater des Nieben ist meine eigene und ich akzeptiere, dass andere Gelehrte vielleicht mit meiner Wortwahl nicht einverstanden sind. Ich kann nicht versprechen, dass meine Übersetzung der Schönheit des Originals gerecht wird. Ich habe mich hauptsächlich bemüht, die Zusammenhänge darzustellen. Erstes Fragment. Das zweite Schiff, die Pasquiniel, bemannt von Navigator Ilio, sollte dem südlich zeigenden Wegstein folgen. Und das dritte, die Nieben, bemannt vom Navigator Topal, sollte dem nördlichen zeigenden Wegstein folgen. Laut Befehlen vom Kristallturm sollten sie für 80 Monde segeln und wiederkehren, um zu berichten. Allein die Nieben kehrte nach Ersthal zurück, beladen mit Gold, Gewürzen, Pelzen und seltsamen Kreaturen, Toten und Lebendigen. Obwohl Topal leider niemals Alt-Enofe fand, so erzählte er die Geschichten aus den Ländern, die er zur Verwunderung aller besucht hatte. 66 Tage und Nächte segelte er durch unheilvolle Brandungen, vorbei an Wasserstrudeln durch Nebel, der wie Feuer brannte, bis er die Öffnung einer großen Bucht erreichte und auf den sonnengeküssten Wiesen eines sanften Tals landete. Als er und seine Männer schliefen, ertönte ein furchterregendes Geheul und schließlich Orks strömten aus der düsteren Schlucht. Ihre Kannibalenzähne mit geronnenem Blut bedeckt. Jahrhundertelang wurden an den Städten alter altmährischer Schiffswracks und Häfen seltsame Kristallkugeln entdeckt, sonderbare Artefakte und meretischen Zeitalters und der Ära der Dämmerung. Sie stellten die Archäologen vor Rätsel, bis herausgefunden wurde, dass jede dieser Kugeln die Tendenz hat, sich auf ihrer Achse in eine bestimmte Richtung zu drehen. Es gab drei Arten. Eine Kugel zeigte nach Süden, eine nach Nordosten und eine nach Nordwesten. Man weiß nicht, wie sie funktionieren, aber sie scheinen auf bestimmte Energielinien abgestimmt zu sein. Dies sind die Wegsteine.
des Fragments, die jeder Navigator nutzte, um sein Schiff in die zugewiesene Richtung zu lenken. Ein Schiff mit unbekanntem Namen segelte Richtung Nordwesten nach Ras und Yokuda. Die Pasquinel nahm den südlichen Wegstein und muss nach Pyandonia gesegelt sein. Topal und sein nordöstlicher Wegstein fanden das Festland Tamriels. Aus diesem Fragment ist ersichtlich, dass die drei Schiffe finden soll, was die drei Schiffe finden sollten. Eine Passage nach Alt Elnofei, damit die jetzt auf Sommersend lebenden Altmer erfahren konnten, was aus ihrem alten Heimatland geworden ist. Da dieses Buch eine Abhandlung über Topal, den Navigator, sein soll, ist dies nicht der Ort für die unterschiedlichen Theorien über den Auszug der Altmer aus Alt-Elnofei. Wenn ich dieses Gedicht als meine einzige Quelle nutzen würde, dann müsste ich mit den Gelehrten übereinstimmen, die an die Überlieferung glauben, dass mehrere Schiffe Alt-Elnofei verließen und in einem Sturm kamen. Die Überlebenden erreichten Sommersend, aber ohne ihre Wegsteine wussten sie nicht, in welche Richtung ihre Heimat lag. Welch andere Erklärung könnte es für drei Schiffe geben, die in drei verschiedenen Richtungen segelten, um ein und denselben Ort zu finden? Natürlich ist nur ein Schiff zurückgekehrt und wir wissen nicht, ob die anderen beiden Schiffe Elnofei gefunden haben oder auf dem Meer oder durch die alten Pyandonianen, Kreken oder Yokudana umgekommen sind. Da wir nicht annehmen, dass die Altmeer ausgesprochene Dummköpfe waren, müssen wir davon ausgehen, dass zumindest eines der Schiffe in diese richtige Richtung gesegelt ist. Es könnte sogar Topal gewesen sein, der einfach nicht weit genug nach Nordosten gesegelt ist. Topal setzt in der Ersthalt die Segel und fährt Richtung Nordosten. Dies ist zufällig auch die Richtung, in der man am weitesten durch das Abekäische Meer segeln kann, ohne Land zu sehen. Wäre er direkt nach Osten gesegelt, hätte er nach ein paar Wochen das Festland des heutigen kolovianischen Westens von Cyrodiil gefunden. Wäre er nach Südosten gesegelt, hätte er nach ein paar Tagen die Hügel von Walenwald erreicht. Unseren eigenen modernen und seinen Karten zufolge segelte unser Navigator direkt nach Nordosten durch das Abekäische Meer und die Iliak-Bucht, bevor er nach zwei Monaten die Gegend um das heutige Reich Gradfried erreichte. Die saftigen grünen Hügel des südlichen Hochfelds sind in diesen Versen eindeutig für jeden erkennbar, der schon einmal dort gewesen ist. Die Frage ist natürlich, was wir von diesem offensichtlichen Verweis auf in dieser Gegend lebende Orks halten sollen. Der Überlieferung zufolge gab es Orks erst nachdem die Altmeer das Festland besiedelt hatten. Sie sollen nach dem berühmten Kampf zwischen Trinimak und Botia zu Zeiten Resteins als eigenes Volk aufgetreten sein. Ja, war mal eine ganz schöne und ja. Jetzt wollen wir auch nicht. Obwohl? Nein, ist nur ein Dietrich. Jetzt gucken wir mal in den nächsten Bücherregal. Unterster Charakter der Schlammkrabben. Das haben wir, glaube ich, schon mal durchgelesen. Ja, das brauche ich nicht, das hatten wir ja schon mal. Und von daher lohnt sich das nicht. Moment, mein Telefon.
Tut mir leid, ich sag ja, heute ist mein Tag wirklich richtig extrem verhext. Ständig nur diese Anrufe und dann rangehen. Wir haben jetzt aber ein Buch der Moment. Also auf jeden Fall ein Buch und da gucken wir jetzt mal nach. Den in Schriften übersetzt von Bezeichner Beredalmo. Die folgenden Inschriften wurden im Laufe vieler langer Jahre in mühsam... Meine Güte! Also ich sag ja, heute ist wirklich der Tag richtig verhext. Also egal. Die folgenden Inschriften wurden im Laufe vieler langer Jahre in mühsamer Arbeit abgeschrieben und übersetzt. Sie werden hier für alle Zeiten bewahrt. Av Molag Anyamis Av Lata Magica. Vom Feuer Leben, vom Licht Magie. Bara Ageri Sukaran. Trägt überliefertes Wissen als eure Rüstung. Agea Palia Ne Joran Emero Laloria. Durch Schmerz erlangte Weisheit ist guter Rat immer in dunklen Zeiten. Wörtlich, schreckliches Wissen hat die Wissensbewahrer nie fehlgeleitet. Okay. Nu alt Meris Meldi, Admia, Aurane, Gandra, Depredia, Afrelais, Jebreliais, Jevalais. Unsere verbannten Elfenvorfahren hörten die einladenden Geschenke des Friedens in den Bächen, den Buch und den Sternen. Buchen und den Sternen. Entschuldigung! Matmeldi bedeutet wörtlich von zu Hause vertrieben. Suna je sunabe. Segne und sei gesegnet. Vagarlas agea gravia je goria latia malari af malatu. In den hässlichen dunklen Höhlen der alten Leere leuchtet das Gold der Wahrheit. Vabria Frenska. Tabelle, Sabaune, Amaral, Dan, Altmeris, Adonai.
Die schäumende Welle, gewaltig und mächtig, kündigt die edlen Elfen an. Okay. Ja, Entschuldigung, aber für diese Aussprache kann ich echt nicht... Naja, keine Ahnung, was das für eine Sprache ist. Auf jeden Fall... warte mal. Oh, Anthologie der zuerststehenden Domizile. Ui. Ich habe etwas entdeckt. Cool. Ich habe hier den allgemeinen Standort und Wert der meisten zu entstehenden Heime und Unterkünfte in Tamriel im Detail aufgelistet. Solltet ihr ohne eine solche Anleitung nach einem Grundstück suchen, geht dies unweigerlich schief. Doch keine Bange, ich habe den Hauptteil dieser Aufgabe bereits für euch erledigt. Für Sparsame eignet sich ein bescheidenes Zimmer in einem Gasthaus. In diesen standen in letzter Zeit eine Bleibe zum Verkauf und sie sind eine gute Investition für Einsteiger. Gasthaus Maras Kuss in Vulkilwacht, Auridon. Zum Rosenlöwel in Dolchsturz Glenumbra. Zur Ebenholzflasche in Ebenherz Steinfälle. Gasthaus des heiligen Delin in Biweg, Wardenfell. Mansarde im goldenen Greifen in Alinor, Sommersend. Zuckerschüsselgemach in Krempen, nördliches Elsweier. Ah, okay. Ist da nicht. Da ist auch noch ein Pächter gesucht. Auch mein Bär. Pächter gesucht. Seid ihr ein Abenteurer von guten Leumund? Halten sich eure gewalttätigen Neigungen in vertretbaren Grenzen? Sucht ihr nach einem gemütlichen Zuhause für euch? Doch in eurer Geldbörse herrscht derzeit Flaute. Wie wäre es was mit einem kostenlosen Zimmer in einem Gasthaus? Richtig, komplett kostenlos. Kein Haken. Geht zu Ferrande Demar und erfahrt mehr über dieses wahnsinniges Angebot. Ja, da waren wir aber schon. Und ganz ehrlich, ich würde, wie gesagt, klar, ich werde mit euch das Housing-Programm oder das Housing definitiv mit euch machen wollen. Aber, und jetzt kommt mein schönes Wort, aber, ich wollte einmal eben auf die Karte gucken. Da ist die Bank. Mystica, da. Weil ich suche eigentlich... Da ist die Kriegergilde. Da haben wir ja hier ist noch ein Buch, da müssen wir auch gleich nochmal hin. Aber irgendwie suche ich gerade jemand etwas. Da ist die, sind die Berufe. Hier ist die Magiergilde, genau. Wir sind da und wir reiten jetzt auch mal dahin. Ja, wir reiten definitiv dahin, weil ich glaube, und so viel ich auch weiß, sind da auch ein paar Quests. Und ich habe hier das nächste, Neulanderoberung. Hey! Neulanderoberung und Anpassung, ein sozialer Abriss von Cyrodiil. Druckerei der Universität von Glim, zweite Ära 344. Historiker beschreiben die Siedlung Tamriels durch die Menschen oft als einen geradlinigen Prozess der militärischen Ausbreitung der Nord- und Himmelsrand. Tatsächlich aber besiedelten menschliche Siedler fast jeden Teil von Tamriel noch bevor Himmelsrand überhaupt gegründet wurde. Zu diesen sogenannten nedischen Völkern gehören die Ur-Cyrodiil, die Vorfahren der Bretonen, die Ureinwohner von Hammerfall und nur möglicherweise die heute verschwundenen menschliche Bevölkerung Morrowinds. Um genau zu sein, sind die Nord-
nur ein weiteres nedisches Volk, das einzige, das keine Lösung für ein friedliches Zusammenleben mit den Elfen fand, die Tamriel bereits besiedelt hatten. Isgramor war mit Sicherheit nicht der erste menschliche Siedler in Tamriel. Tatsächlich folgte er einer langen Tradition der Auswanderung aus Atmora, als er von dem Bürgerkrieg in Atmora floh, wie im Lied der Rückkehr erzählt wird. Tamriel dient bereits Jahrhunderte von Isgramors Ankunft als Sicherheitsventil für Atmora. Unzufriedene Dissidenten, Rebellen und landlose jüngere Söhne. Sie alle machten sich auf die beschwerliche Reise von Atmora in der neue Welt Tamriel. Neue Ausgrabungen datieren die frühesten menschlichen Siedlungen von Hammerfall, Hochfels und Cyrodiil auf ME 800 bis 1000 Jahrhunderte vor Isgramor. Selbst wenn man davon ausgeht, dass die 12 Könige der Nordborg Harald tatsächlich existierten, die nedischen Völker waren im Land der Elfen eine Minderheit und ihnen blieb keine andere Wahl, als friedlich mit ihnen zusammenzuleben. In Hochfels, Hammerfall, Cyrodiil und möglicherweise auch in Morrowind taten sie genau dies. Und die nedischen Völkern gediehen und bereiteten sich in den letzten Jahrhunderten der meretischen Ära aus. Lediglich im Himmelsrand scheiterte dieses Zusammenleben eben. Dieses Ereignis wurde im Lied der Rückkehr festgehalten, da die Ur-Nord-Verstärkung aus Atmora in ihrer Nähe hatten, hielten sie es vielleicht nicht für notwendig, sich den Elfen von Himmelsrand zu beugen. Tatsächlich besagen die früheren Chroniken der Nord, dass unter König Harald, dem ersten historisch belegten nordischen Herrscher, erste Ära 113 bis 221, die atmoranischen Söldner in ihrer Heimat zurückkehrten. Der Festigung von Himmelsrand als zentralisiertem Königreich folgen. Unabhängig davon stand das Muster fest. In Himmelsrand erfolgte die Expansion auf militärischem Wege. Die Besiedlungen durch die Menschen folgte der Eroberungsgrenze und die Linie zwischen den Territorien der Menschen und der Elfen war relativ klar. Abgesehen von dieser Konfliktzone verschmolzen die anderen nedischen Völker immer mehr mit ihren elfischen Nachbarn. Als die Heere der Nord des Ersten Kaiserreichs schließlich Hochfels und Cyrodiil erreichten, stellten sie fest, dass die Bretonen und Ur-Cyrodiil längst mit den Elfen zusammenlebten. Tatsächlich fiel es den Nord schwer, Elfen und Bretonen voneinander zu unterscheiden. So sehr hatten sich die beiden Völker vermischt. Die Ankunft der Nord brachte das Machtverhältnis zwischen den nedischen Völkern und den Elfen durcheinander. Obwohl die Expansion der Nord nach Hochfels und Cyrodiil nur relativ kurz währte, weniger als 2 Jahrhunderte, war das Ergebnis entscheidend. Von nun an ging die Macht in diesen Regionen von den Elfen zu den Menschen über. Sehr spannend. Also man liest hier auch sogar die Vorgeschichte und die Himmelsscherbe hole ich gleich. Aber. Wir wollten einfach erstmal, soweit es geht, uns alle Quests besorgen. Das wäre wohl sinnvoller. Und ja, jetzt gehen wir erstmal in die Magiergilde rein und gucken, was wir da machen können oder was wir da tun können. Ach, hier sind Bücher. Bücher.
Wir beide haben das Schmieden schwerer Rüstung. Moment, ich glaube, das hatten wir schon. Ja, das hatten wir schon, genau. Ja, das hatten wir schon. Zauberei, und das hatten wir auch schon. Okay. Eine faszinierende Anwendung der Technik. Ja, wir reden jetzt mit Corinur. Mal gucken, was er zu sagen hat. Herzlich willkommen. Seid ihr wegen der Magiergilde hier? Die Magiergilde? Ja, natürlich. Wir bewahren das Wissen auf dem gesamten Antlitz Tamriels. Mitglieder der Gilde suchen auf ihren Reisen nach Büchern, Folianten und uralten Schriftrollen. Warum sprecht ihr nicht einen Moment mit mir? Vielleicht möchtet ihr ja beitreten. Du hast einen Nasenring. Oh. Okay, lasst uns über die Magiergilde sprechen. Es freut mich immer, mit einem anderen Wissenssucher zu sprechen. Gildenmeister Vanus wird erfreut sein. Was könnt ihr mir über die Magiergilde erzählen? Wir sind gewissermaßen Buchjäger. Wir suchen neues Wissen, lagern es in unseren Bibliotheken ein und fertigen Kopien davon an, um es in ganz Tamriel zu verbreiten. Die Gilde schert sich nicht um Kriege oder Grenzen, nur um Wissen und die Beschaffung neuer Folianten. Was erhalte ich im Gegenzug? Wir bieten besondere Sprüche und Fähigkeiten, die nur unseren Mitgliedern zugänglich sind. Und von Zeit zu Zeit sind auch Projekte für besonders Abenteuerlustige zu erledigen. Vielleicht arbeitet ihr sogar mit dem Gildenmeister selbst zusammen. Hattet ihr einen Gildenmeister erwähnt? Vanus Galerion, eines der Gründungsmitglieder dieser ehrwürdigen Verbindung. Er trägt noch immer den stolzen Titel des Gildenmeisters und steht somit jeder Gildenhalle in ganz Tamriel vor. Er arbeitet mit anderen hochrangigen Mitgliedern wie Telinger, dem Artefaktor, zusammen, um unseren Erfolg auch zukünftig zu sichern. Seid ihr nicht mit den Altmeridominien verbündet? Wir waren im Krieg zwischen den drei Allianzen Neutralität. Daher werdet ihr Mitglieder aus allen Völkern in unseren Hallen sehen. Ich bin bereit, der Magiergilde beizutreten. Ausgezeichnet. Ihr seid jetzt eine Studentin der Magiergilde. Yay! Von nun an wird jedes Buch, das ihr findet, euren Ruf bei der Gilde verbessern. Ich schlage vor, ihr fangt damit an, dass ihr mit Valaste, unserer Meisterin der Incunabula, sprecht. Sie hat des Öfteren Aufgaben für neue Rekruten. Viel Glück! Ja, danke. Auf jeden Fall schon mal sehr praktisch. Ja, was heißt praktisch? Falls ihr ein Handwerkszertifikat braucht, kann ich Erbe. Euch helfen. Sendschreiben vor Orden des Auges. An den Erzmagier. In der Moment. Augwehr? Okay. Ich bete, dass dieser Brief euch bald erreicht, Meister. Meine Wahrsager-Kollegen und ich haben eine schockierende Entdeckung gemacht, ob es ein Segen oder eine Katastrophe ist, muss sich noch erweisen. Doch wir haben nicht die nötige Macht, unsere Erkenntnisse weiter zu verfolgen. Diese Sache könnte über den Horizont selbst des größten Zauberers unserer Zeit hinausgehen. Aus meinem Klassenzimmer verbanne. Ich flehe euch demütig an, trefft mich in der Gildenhalle der Magiergilde in der Gramfeste so bald wie möglich. Ich werde euch alles erzählen, wenn ich ankomme. Euch in Angesicht Syraband ergeben, Dozent Kaldir, Weissager des Ordens des Auges. Okay. Ach so. Ja. Wir haben hier auf jeden Fall auch so viele Bücherregale. Lass diese Theorie der nicht verbundenen traumaturgischen Bücher nicht zum Problem werden. Hier ist keins. Botians Glanz. Blickt auf Botias Gesicht und staunt. Erhebt eure Arme, damit Botia sie sehen und segnen kann. Wisset, dass der Kampf genau solch ein Segen ist. Wisset, dass der Tod unausweichlich ist. Wisset, dass ihr Staub in den Augen Botias seid. Lang ist Botias Arm und schnell die Klinge. Tief ist der Schnitt und schleichend das Gift. Betet, o Gläubige, betet, dass euer Tod rasch komme. Betet, o Gläubige, betet, dass euer Tod still sei. Bete, o Gläubige, betet den Glanz an.
der Botia heißt. Der detrische Fürst schreitet in den Kampf mit der Klinge bei der Hand, um die Unwürdigen zu töten. Na super. Sehr pragmatisch. Das haben wir schon gelesen. Also ich lese wirklich nicht doppelt, das haben wir auch. Netsch, überall Netsch. Von einem unbekannten Verfasser. Netsch, überall Netsch. Geboren sind die ganz weit oben und berühren nie den Boden. Netsch, überall Netsch. Bullen die Männer, Kühe die Frauen. In den Farben blau und braun. Netsch, überall Netsch. Munter baumeln die Tentakeln. Welch ein wunderbar Spektakel. Netsch, überall Netsch. So still an euch herangeschlichen und schon seid ihr rasch verblichen. Netsch, überall Netsch. Vor ihnen gibt es kein Versteck. Niemand bleibt lang unentdeckt. Ah ja, okay. Ja. Sehr aufschlussreich. Auf jeden Fall gucke ich gerade eben schnell. Ja, gleich. Legendäre Bestie, reale Kräfte von Rusus Ovicula, Aufseher der Kaiserlichen Bibliothek. Okay, ist ja sowieso nicht lang, also von daher kann ich es ja auch vorlesen. Obwohl, ich habe ja gesagt, ich lese eh alle Bücher vor, deswegen sind auch die Let's Plays auch sehr lange. In den Generationen seit dem Fall der arkavirischen Potentaten erlebt eine neue Form der Kampfkunst ihren Aufschwung in Tamriel. Eine, die Eigenschaften einer kohärenten magischen Disziplin hat, aber angeblich von den Kräften der legendären Drachen und den Sterblichen stammt, die sie bekämpft haben. Ich spreche natürlich von den sogenannten Drachenrittern. Ob ihre Fähigkeiten tatsächlich von dem Drachen abstammten oder nicht, und erlaubt mir dies zu bezweifeln, da in Tamriel seit tausenden von Jahren keine Drachen gesichtet wurden, wenn es sie denn je gegeben hat. Die Kräfte, die ein geübter Drachenritter einsetzen kann, sind unbestreitbar. Es gibt einige direkt hier in der Kaiserstadt, Mitglieder der Turmwache, und sie haben mir auf mein Bitten hin einige ihrer Kräfte demonstriert. Einer dieser Drachenritter in ein Feldwebel der Wache zeigte mir, wie er sich in Flammen hüllen konnte, ohne sich selbst zu verbrennen, obwohl ich die Hitze noch mehrere Schritte entfernt spürte. Anschließend beschwor er einen Reifen aus brennenden Ketten, mit dem er eine Übungspuppe einfing und zu sich zog. Meine Güte, heute ist es wie verhext, wo sie dann im Nu verbrannte. Am Ende ließ einer seiner Untergebenen eine weitere Übungspuppe in Flammen aufgehen, indem er buchstäblich Feuer auf sie spie. Ich war beeindruckt. Um ein Haar hätte es ausgereicht, mich tatsächlich an Drachen glauben zu lassen. Ja, auf jeden Fall ist das wirklich sehr interessant, was... bin ausgewichen, aber wie? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß es echt nicht. Schneider, Grundlagen der leichten Rüstung von Fürstin Eloise, 5. Gräfin Manteo. Hier im Windburg sind wir dafür bekannt, die edelste leichte Rüstung von ganz Hochfels herzustellen. So elegant und doch so robust und zuverlässig. Lasst mich euch ein wenig mehr darüber erzählen, wie wir diese Meisterwerke erschaffen. Mit wir meine ich natürlich die ansässigen Schneiderfamilien, die Reimens, die Garmens und die Habilimens.
Die sind für die tatsächliche körperliche Arbeit zuständig, natürlich unter meiner adligen und fähigen Aufsicht. Leichte Rüstung besteht vollständig aus Stoff, mit Ausnahme von bestimmten strukturellen Verstärkungen aus Knochen, Horn oder Knorpel. Obwohl die obere Schicht einer Weste oder Hose der Zierde wegen aus Seide oder Damast bestehen kann, solltet ihr wissen, dass sich darunter mehrere Schichten widerstandsfähiger und robuster Stoffe wie Cambric oder Sackleinen befinden. Diese Schichten werden oft noch gepolstert, um die Wucht eines Schlages noch besser abfangen zu können. Sehr interessant. Also auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Endlich! Ich fing schon an zu glauben, ihr würdet nie hier auftauchen. Okay. Ich bin froh zu sehen, dass meine Berechnungen und Vermutungen sich als korrekt erweisen. Ich nahm an, dass ihr euch letztlich hier einfinden würdet. Und wie üblich lag der große Magier richtig. Nun kommt näher. Wir haben viel zu besprechen, ihr und ich. Worüber wollt ihr mit mir sprechen? Ich erhielt kürzlich eine Nachricht, die offenbar für euch bestimmt war. Von einem Orakel. Sie wurde mir auf höchst verstörende Weise offenbart. Egal, ich habe die Wahrscheinlichkeit errechnet, euch hier zu treffen, und da seid ihr nun. Erspart mir die Umstände, euch einen Nachrichtenstein herzustellen. Erzählt mir von dieser Nachricht. Nun, ich wollte schon per Portal nach Alinor reisen, um einmal etwas Ordentliches zu essen. Aber wo ihr gerade hier seid, können wir auch gleich diese Botschaft besprechen. Sie stammt von Marieve, einem Orakel des Wirt. Ich meide eigentlich Wahrsager lieber, aber Marieve verfügt da über ein echtes Talent. Und dieses Orakel hat mich namentlich erwähnt? Bis zur letzten Silbe. Ihre Vorhersagen sind deutungsoffen, aber ihre Worte haben mich dennoch beunruhigt. Ein Netz des Aufruhrs, die Insel, die fortging, drei dunkle Fürsten und euer Name. Danach antwortete sie nicht mehr auf meine Projektionen. Was soll das alles bedeuten? Das bedeutet, ihr müsst das Orakel finden und euch vergewissern, dass es ihm gut geht. Ich habe ein kleines Boot so verzaubert, dass es euch in einen entlegenen Teil von Ödfels bringt, unweit jener Stelle, okay, wo das Orakel das letzte Mal gesehen wurde. Und nehmt dieses Beschwörungsmedaillon. Ruft mich damit, falls das nötig sein sollte. Ich werde gehen und nach Orakel Marif sehen. Wie der Zufall es will, weiß der große Magier eine ganze Menge über sehr viele Dinge. Was kann ich euch sonst noch verraten, bevor ihr geht? Warum hat euch die Botschaft des Orakels beunruhigt? Beunruhigt? Ich glaube nicht, dass ich das so gesagt habe. Normalerweise neigen ihre prophetischen Verse dazu, von großer Zungengewandtheit und einer ergreifenden Schönheit zu sein. Dieser jedoch wirkte angespannt. Er erwähnte irgendeinen Aufruhr, eine verschwindende Insel und dunkle Fürsten. Wahrscheinlich Daedra. Und was bedeuten diese Dinge? Nun, ein Aufruhr könnte nahezu alles sein, wenn auch nichts Gutes. Die Insel könnte sich auf Arteum beziehen, die Heimat des Psychic-Ordens. Sie verschwand vor über 300 Jahren. Oh. Und ich habe Gerüchte über irgendeine daedrische Allianz gehört. Warum hat sie ausgerechnet mich erwähnt? Das werdet ihr beim Orakel ansprechen müssen. Ich schätze, ihr passtet in Marieves Vision oder was immer es auch ist, was sie zu ihren Prognosen antreibt. Wenn diese Botschaft von irgendjemand anderem gekommen wäre, hätte ich sie als eine Täuschung abgetan. An Marieve ist allerdings alles echt. Erzählt mir mehr über Orakel Marieve. Orakel Marieve gehört zu den Würdinnen, einer Schwesternschaft von Hexen, die die Natur verehren. Marieve hatte schon in sehr jungem Alter erste Visionen. Über die Jahre hinweg hat sie sowohl der Magiergilde als auch dem Psychic-Orden immer wieder Warnungen zukommen lassen. Welche Art Warnungen? Die übliche Sorte schlimmer Weissagungen. Erst vor kurzem sah Marieve den Tod von König Vollbert und König Tamlin voraus. Sie besitzt eine ungewöhnliche Gabe. Die Fähigkeit, nicht nur eine mögliche Zukunft zu sehen, sondern auch in andere Reiche hineinzublicken. Das macht sie für den Psychic-Orden nützlich. Wenn ihr meint, dass das Orakel in Gefahr schwebt, warum habt ihr es dann nicht hierher gebracht? Oh, glaubt mir, ich habe es versucht. Marieve war schon immer eine Einzelgängerin, sogar noch mehr als die anderen Würdinnen.
Sie meinte, sie hätte noch mehr zu tun und dass ihr kommen würdet, um sie zu retten. Also dann mal los. Geht das Orakel retten. Dann bringt es dazu, euch mehr über seine Vision zu erzählen. Was genau macht ein verzaubertes Boot? Das könnt ihr euch doch gewiss selbst zusammenreimen, oder? Es wird euch genau dorthin bringen, wo ich ihm gesagt habe, dass es hinfahren soll. Der Zauber ist jedoch nicht von Dauer. Ihr solltet euch besser sputen. Ihr wollt in dieser winzigen Nussschale nicht gerade mitten auf dem Ozean sein, wenn die Wirkung des Spruchs verfliegt. In Ordnung, gebt mir das verzauberte Boot und ich bin weg. Ich soll es euch geben? Was? Meint ihr, ich hätte hier ein Boot in der Tasche? Dass man es so zusammenfalten kann, dass es in euren Rucksack passt? Lächerlich. Es ist in der Nähe der Docks. Ich markiere den Ort auf eurer Karte. Und was mache ich nochmal mit dem Beschwörungsmedaillon? Ich habe den Namen, den mir das Orakel genannt hat, aber schon richtig verstanden, oder? Ich habe das Medaillon so mit einem Zauber belegt, dass ihr mich damit zu eurem Aufenthaltsort rufen könnt. Sofern die Not dafür groß genug ist und ich nicht anderweitig beschäftigt bin. Spart es euch unbedingt für eine besondere Gelegenheit auf. Okay, mache ich. Aber ich werde erstmal alle Quests annehmen. Und Valaste. Wohl an, Adeptin. Ich glaube, ich habe eine Aufgabe für euch. Was kann ich für euch tun? Neue Mitglieder sind der Lebenssaft der Magiergilde, insbesondere in Sachen Bergungsmissionen. Ich wurde über eine mögliche Fundgrube uralten Wissens in einer Ruine in der Nähe informiert. Ich möchte, dass ihr es für mich bergt. Wo ist das? Weiter nördlich liegt die als Ondil bekannte Ruine. Bitte seid so freundlich, die Ruine zu untersuchen und mir alle interessanten Bücher zu bringen, die ihr finden könnt. Ich kehre so bald zurück, wie ich kann. Die Ruinen von Ondil sind ein dunkler und gefährlicher Ort. Achtet auf eure Schritte, Adeptin. Was ist eure Rolle in der Magiergilde? Ich bin die Meisterin der Incunabula, die Hüterin der Folianten. Ich bin hierher gekommen, um das örtliche Arcaneum zu inspizieren, die Bibliothek der Gilde. Ich habe mein Leben der Erweiterung des Wissens unserer Gilde verschrieben. Es gilt, gewisse Standards einzuhalten. Wie habt ihr von diesen Büchern erfahren? Wir haben überall Ohren, Adeptin. Mir fiel ein Spionagebericht in die Hände, der diese Folianten erwähnte. Ich dachte, dass sich die Gilde im Krieg neutral verhalten würde. Wir sind im Krieg um Cyrodiil neutral und stolz darauf. Das heißt nicht, dass wir nicht hellhörig würden, wenn den Augen der Königin etwas auffällt. Die Augen der Königin? Der Geheimdienst des Altmeri-Dominions. Sie sind alle ihrer Majestät Königin Eiren treu ergeben. Soweit ich weiß, waren viele ihrer Mitglieder früher mit ihrer Hoheit auf Abenteuerfahrt unterwegs, als sie ihre wilden Zeiten durchlebte. Was steht in diesen Büchern? Ich weiß es nicht. Es ist immer so ein köstliches Mysterium, ein Buch zum ersten Mal aufzuschlagen. Man könnte alles Mögliche vor sich haben. Angefangen bei uralten Rezepten für Eintopf, bis hin zu großen Arkana. Sogar die anzüglichen Tagebücher eines Elfendichters. Okay, machen wir. Natürlich. Pika aus einer Umgebung wie dieser im Feld zu ziehen. Katastrophe wird eure einzige Belohnung sein. Danell, jetzt reden wir mal mit Danell. Hallo, Danell. Ihr seid wohl hier, um ein Handwerk zu erlernen, ja? Okay. Eure Allianz begleicht meine beachtlichen Gebühren und erlaubt es mir so, euch mein Wissen zu vermitteln, ohne dass es euch etwas kostet. Wenn ihr euer Können beweist, werde ich zertifizieren, dass ihr kompetent genug seid, um Handwerksschriebe zu erfüllen. Handwerkszertifikate? Was ist das denn? Handwerksschriebe sind tägliche Anfragen nach Handwerkswaren. Man muss ein zertifizierter Handwerker sein, um sie erfüllen zu können. Belegt, dass ihr wisst, was ihr tut, und ich werde euch zertifizieren. In Ordnung. Sagt mir, was ihr zertifizieren könnt. Ich bin berechtigt, Versorger, Alchemisten und Verzauberer auszubilden und zu zertifizieren. Falls ihr Interesse habt, okay, sollten wir sofort beginnen. Okay, also ich werde jetzt, na, wir könnten noch paar, ja, wir werden jetzt erstmal mehr über Hand, obwohl, ja doch, wir werden jetzt erstmal über mehr über die Handwerke erfahren. Ich möchte mehr über die Handwerke erfahren, die ihr zertifiziert. Sicherlich.
Bitte werdet etwas genauer. Was stellen Versorger her? Speisen und Getränke. Alles, was einem den Bauch wärmt und Körper und Geist anregt. Falls ihr euch entscheidet, diese Kunst zu erlernen, werde ich euch das kulinarische Wissen anvertrauen, das ich im Lauf vieler Jahrzehnte erworben habe. Was machen Alchemisten denn so? Tränke aller Art. Die feine Kunst des Mischens von Reagenzien kann zu höchst unfeinen Effekten führen. Was können Verzauberer herstellen? Prüfen, verstärken Waffen, Rüstungen und Schmuck mit magischen Eigenschaften. Ich kann euch lehren, eure Axt in Flammen zu hüllen und euren Stoffroben die Härte von Stahl zu verleihen. Ui, nun gut, ich habe verstanden. Ich schätze, ich hätte Milenit erwähnen sollen. Sie zertifiziert Schmiede, Schneider und Schreiner, falls ihr euch für so etwas interessiert. Aber das ist ungerecht von mir. Sie ist eine wahre Meisterin des Kunsthandwerks. Ja, da gehe ich aber später. Nein, ich möchte, dass ihr mich zertifiziert. Gut, wir sollten anfangen, solange wir beide noch nichts anderes zu tun haben. Okay. Es gibt noch vieles, was ich euch beibringen könnte. Was hofft ihr sonst noch von mir zu lernen? Was könnt ihr mir über das Versorgerzertifikat sagen? Also wir werden erstmal alle, ich weiß nicht, vielleicht kann man alle drei machen, aber wir gucken erstmal, wir nehmen erstmal den Versorger, also Essen und Trinken, das hört sich schon mal gut an. Ein Versorger verdichtet die Essenz von Zutaten zu Speisen und Getränken. Ein wahrer Künstler sorgt für einen Ausgleich zwischen Nährwert und Geschmack. Ich kann dieses edle Handwerk teilen, aber ich kann euch jeweils nur in einem Handwerk zurzeit zertifizieren. Verstanden? Ich möchte als Versorgerin zertifiziert werden. Das Versorgen ist eine lohnenswerte, aber auch zermürbende Aufgabe. Mürbe. Versteht ihr? Heiterkeit ist mir nicht fremd. Gelegentlich. Als erstes werdet ihr ein Rezept und einige Zutaten brauchen. Dann bratet ihr ein Schwein. Ihr werdet mich zertifizieren, wenn ich euch einen Schweinebraten mache? Ja, ich hoffe, ihr haltet das nicht für unter eurer Würde. Wie der Barde, der vor dem Singen einen Text lernen muss, muss der Versorger vor seiner Arbeit ein Rezept lernen. In diesem Rezept stehen Mengen, Anteile und Zubereitungszeiten. Das Verständnis dieses Prinzips ist der Schlüssel zum Erfolg. Na schön. Wo soll ich nach dem Rezept suchen? Ich verwahre hier ganz in der Nähe das Rezept eines alten Rivalen. Geht los, findet es und prägt es euch ein. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr das getan habt. Wo finde ich sonst noch Rezepte? Versorger sind recht geheimnistuerisch, aber beim Backen und Brauen ist alles erlaubt. Manche Versorger halten sich für schlau und verstecken ihre Rezepte in alten Schubladen und auf staubigen Regalen. Besser, man lernt jedes Rezept auswendig. So können andere ihre Geheimnisse nicht in Erfahrung bringen. Kann ich Rezepte auch irgendwo kaufen? Falls Geld kein Problem ist, verkaufen Gilden solche Gegenstände auch oft in ihren Gildenläden. Vielleicht wollt ihr auch mit einem Verbündeten handeln, falls er zu viel davon übrig hat. Okay, lebt wohl. Also das wir... Das System der inter-evokativen harmonischen Resonanz, das wir noch heute verwenden, das haben wir ja schon. Beim Bau des Kristallturms entwickelt. Ja, wir werden hier, Ich habe gerade einen Schüttelfrost. Kennt ihr das? Die der nicht verbundenen taumaturgischen Vektoren nicht zum Problem werden. Sie ist wirklich ziemlich einfach. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Obwohl, hier. Aber ich muss einmal ganz kurz unterbrechen, leider, weil ich muss ganz dringend auf, eben mal ganz dringend kurz weg.
da bin ich wieder. Tut mir leid, ich musste kurz eben mal was machen. Und wir haben unser erstes Rezept, natürlich Schweinebraten. So. Jetzt haben wir das. Jetzt reden wir einmal. Schweinebraten ist ein Rezept, das leicht zu erlernen, aber schwierig zu meistern ist. Ich habe das Rezept erlernt. Was kommt als nächstes? Versorger sind nur so gut wie ihre Zutaten. Je weniger, desto besser. Die Einfachheit der Paarung ist der Schlüssel zum Erfolg. So, jetzt geht los und findet die Zutaten für einen Schweinebraten. Falls meine Vorräte leer sind, solltet ihr in der Stadt alles finden können, was ihr braucht. Wo finde ich sonst noch Zutaten? In Fässern, in Getreidesäcken, in Küchen natürlich. Es ist Nahrung. Man findet sie einfach. Sucht, was ihr braucht und nehmt es euch. Okay, lebt wohl. Wird eure einzige Belohnung sein. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal hier raus. Natürlich. Und ja. Ja. Hier ist noch eine Quest. Für den Ruhm. Ah, das ist dieses PvP, glaube ich. Für den Ruhm. Dies. Ja. Dies richtet sich an alle. An alle Abenteurer, Soldklingen und Zauberwerfer, Helden und Nichtsnutzer. Verlangt es euch nach einer größeren Herausforderung, dann probiert die Schlachtfelder aus, wo euch Wettkämpfe voller Ruhm und Blut erwarten. Wir suchen bei unserem Wettbewerb das Strategien und des Talents die großartigsten Champions des Landes. Sprecht mit Kampfmeister Rivin, um weitere Informationen zu erhalten. Ja, das machen wir aber später und nicht jetzt. Moment. Sucht nach Vorräten. Ah ja, hier müssen wir hin. Und wenn ich sage hier, dann meine ich auch da. Obwohl, hier ist noch die Kriegergilde, ne? Da ist die. Ist das hier die Kriegergilde? Nein. Ja. Yeah. Also ganz ehrlich, ne? Ich laufe hier gerade hier irgendwie. Ah, hier. Aber ich glaube nicht, dass hier. Ah, nein, ich bin falsch. Ich muss hier wieder raus. Hallo? Dieser Bär! Der macht mich langsam echt wahnsinnig, der Bär. Ja. Ein wirrendes Pferd. Und das die ganze Zeit. Okay, wir gehen jetzt erstmal in die Kriegergilde und gucken, was da noch ist. Und hier sind Dietrich. Hier wurde schon, glaube ich, schon geklaut. Wenn ich das nächste Mal im Feld bin, brauche ich wohl einen großen Kriegshammer. Oder zwei. Okay, wir reden mal mit dir. Willkommen in unserer Halle. Seid ihr mit der Gilde vertraut? Die Gilde? Die Kriegergilde. Ihr solltet darüber nachdenken, ihr beizutreten. Wir haben eine neue Gildenmeisterin und ein neues gemeinsames Ziel, an dem wir alle arbeiten. Warum unterhalten wir uns nicht einen Moment? Klingt gut. Sprechen wir über die Kriegergilde. Hervorragend. Ich weiß, dass wir bald zusammen die Klingen zücken werden. Nun, was kann ich euch erzählen? Ihr hattet ein gemeinsames Ziel erwähnt. In Ordnung. Unsere neue Gildenmeisterin ist eine Argonierin. Sieht alle Farben. Sie lässt uns alle die Daedra und ihre verdammten Anker jagen. Ihr könntet sie vielleicht schon gesehen haben. Gewaltige Ketten, aus denen Daedra hervorströmen, um die gesamte Umgebung zu verwüsten. Schwere Kämpfe. Was erhalte ich im Gegenzug? Gute Frage. Wir bilden unsere Mitglieder in besonderen Techniken aus. Und die Oberen suchen immer nach eifrigen Mitgliedern, um ihnen bei Sonderaufgaben zu helfen. Man weiß ja nie. Vielleicht seid ihr der nächste Jofnir. Was geschah mit dem alten Gildenmeister? Gildenmeister Jofnir ist vor kurzem sehr plötzlich verstorben. Ich dachte immer, er würde mit einer Klinge in der Hand sterben.
Doch er wurde von seinen Ahnen im Schlaf nach Sovngarde gerufen. Wir vermissen ihn alle. Aber Farben hat sich als fähige Anführerin erwiesen. Ihr seid nicht Teil der Armee des Dominions? Nein. Wir ziehen unsere Klingen nur im Dienste der Gilde. Wir verhalten uns im Krieg zwischen den drei Allianzen im Grunde neutral. Natürlich lieben wir das Adlerbanner und ihre Majestät, aber jedes Volk und jeder Glaube gehört unter das Dach der Gildenhalle. Was habt ihr anzubieten, Hallenvogt? Ah, okay. Okay, okay. Ja. Hervorragend. Ich weiß, dass wir was... In Ordnung. Unsere neue Gildenmeisterin ist eine Argonierin. Sieht alle Farben. Da. Gute Frage. Wir bilden unsere Mitglieder in besonderen Techniken aus. Und die Oberen suchen immer nach eifrigen Mitgliedern, um ihnen bei Sonderaufgaben zu helfen. Man weiß ja nie. Vielleicht seid ihr der nächste Jofnir. Okay, wir haben das hier schon mal gehört und ich bin bereit, der Kriegergilde beizutreten. Dann lasst mich der Erste sein, der euch offiziell als meine Kameradin in der Kriegergilde willkommen heißt. Geht da raus und kämpft gegen die Daedra. Ihr habt Glück, Kameradin. Sieht alle Farben, höchstpersönlich ist heute hier. Warum geht ihr nicht los und stellt euch ihr selbst vor? Okay. Ja, oh, hier ist noch ein Bücherregal. Über Phylogenese der Völker, dritte Ausgabe. Ich weiß nicht, haben wir das schon mal gelesen? Ja, das haben wir schon mal, ja. Okay. Ja, ich habe das gesehen, ne, als es heißt, als wir hier, als wir die, wegen der Nachkommenschaft, haben wir die, glaube ich, schon mal gelesen in einer Folge oder habe ich euch die schon mal vorgelesen. Und wenn nicht, tut es mir aufrichtig leid. Kameradin, wir brauchen euch. Werdet ihr an unserer Seite kämpfen? Was schwebt euch vor? Die Gilde hat einen ungewöhnlichen Kontrakt angenommen. Wir haben uns bereit erklärt, die dädrischen Anker auszumerzen, wenn sie vom Himmel niedergehen. Wo auch immer sie auftauchen, folgen ihnen alsbald Molag Bals Schergen. Was soll ich für euch tun? Zwei meiner Wächter untersuchen gerade den angeblichen Standort eines Ankers. Merik und Elef sind die Besten, die Gilde zu bieten hat. Trefft sie am Strand östlich von Vulkhilwacht. Von dort aus geht es weiter. Ich werde das erledigen. Ich weiß, dass ihr den Flusslauf ändern werdet, Kameradin. Sie untersuchen die Küstenlinie am Strand unterhalb des Leuchtturms. Der Kontrakt, den ihr erwähnt habt, wer hat ihn in Auftrag gegeben? Eine mächtige Gönnerin. Sie hasst den Gedanken, dass Monster das Leben der einfachen Leute ruinieren. Unsere Gönnerin ist bereit, auch mit Gold für ihre Prinzipien einzustehen. Und deshalb unterstützen wir ihre Ziele mit unserer Stärke. Erzählt mir von diesen dädrischen Ankern. Sie sind die Tentakel Kalthafens, die sich nach Nirn vortasten. Die Diener Molag Bals errichten dunkle Schreine zu seinen Ehren als Brückenköpfe für diese Schrecken. Dieser Kontrakt bringt viel klingende Münze ein. Und in diesen geplagten Zeiten brauchen wir einen Fokus. Einen Fokus? Ja. Die Rolle der Gildenmeisterin ist mir noch neu. Der Tod meines Mentors Jofnir Eisklinge hat die Gilde schwer getroffen. Er war bei der breiten Masse sehr beliebt. Ich hoffe, der Fluss trägt seine Seele an den Ort, an den sie getragen werden wollte. Der Kontrakt, den ihr erwähnt habt, wer hat den in Auftrag gegeben? Haben wir das nicht schon? Egal. Eine mächtige Gönnerin. Sie hasst den Gedanken, dass Monster das Leben der einfachen Leute ruinieren. Könnt ihr mir mehr über Merik erzählen? Er ist ein stolzer Krieger der Rotwardonen, einer unserer Besten und ein Anhänger Stendars. Meriks vollständiger Titel lautet Entschlossenes Kriegshorn. Er hat geschworen, gegen die Brut des Vergessens zu kämpfen, wo auch immer sie in Tamriel einfallen mag. Und Elif? Wer ist sie? Ein Beweis, dass die Gilde offen für alle ist. Eine Khajiit.
Ihre spitze Zunge ist genauso scharf wie ihre krumme Klinge. Wortkarg und manchmal richtig unhöflich. Oh. Aber eine gerissene Kämpferin. Okay. Natürlich gehen wir. Aber ich würde gerne erstmal das Rezept hier machen. Ich überlege gerade wegen der Rüstung. Ich habe eine weiße Hose. Oder ja, nicht weiß, aber grau. Ich weiß gar nicht, ob die da... Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal so hatte oder eher weniger. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht. Und, es sind so viele Quests. Da ist noch ein Kasuch. Ich könnte theoretisch gesehen auch reiten. Könnte ich echt. Wirklich. Meine Braten. Und hier ist nochmal ein Bücherregal. Ein hypothetischer Verrat Teil 1 von Antil Morvir. Ein Schauspiel in einem Akt. Wollen. Malvasian, ein Kampfmagier der Hochelfen. Insolia, eine Kampfmagierin der Dunkelelfen. Dolketus, ein Heiler aus Cyrodiil. Shiavas, ein argonischer Barbar, ein Geist. Einige Banditen, Schauplatz Eldenwald. Der Vorhang öffnet sich, wir sehen die neblige, labyrinthartige Landschaft des legendären Eldenhain von Valenwald. Um uns herum hören wir Wölfe heulen, ein blutverschmiertes Echsenwesen. Chiavas bricht durch die Äste eines Baumes und inspiziert die Gegend. Chiavas, die Luft ist rein. Insolia, eine wunderschöne dunkelelfische Magierin, klettert mit Hilfe des Barbaren vom Baum herunter. Man hört Schritte in der Nähe. Chiavas hält sein Schwert bereit. Und Insolia bereitet sich vor, einen Zauber zu sprechen. Nichts geschieht. Insolia, ihr blutet! Ihr hättet euch von Dolketus heilen lassen sollen. Chiavas, er ist noch immer ausgelaugt von all den Zaubern, die er unten in den Höhlen wirken musste. Mir geht es gut, wenn wir hier herauskommen und niemand anderer ihn dringender benötigt, trinke ich den letzten Heiltrank. Wo ist Malvasian? Malvasian, ein hochelfischer Kampfmagier und Dolketus, ein Heiler aus Cyrodiil, kommen durch das Geäst zum Vorschein. Sie tragen gemeinsam eine schwere Truhe. Ungeschickt versuchen sie, vom Baum herunterzuklettern und gleichzeitig ihre Beute zu tragen. Malvasian, ich bin hier. Aber warum ich die schwere Last trage, verstehe ich nicht. Ich dachte immer, der Vorteil des Vagabundierens in Verliesen mit einem großen Barbar sei, dass er die ganze Beute trägt. Chiavas, ich würde sie tragen, könnte ich mal mit meinen Händen nicht mehr kämpfen. Und offensichtlich besitzt keiner von euch dreien noch genügend Magika, um hier lebendig herauszukommen. Nicht nachdem ihr all diese Homunkulusse dort unter der Erde elektrisiert und mit Explosionen weggeblasen habt. Dolkeus, Homunkuli. Ja, was? Keine Sorge, ich werde nicht das tun, wovon ihr denkt, dass ich es tun werde. Insolia, unschuldig. Und das wäre, ja, was? Euch alle töten und die Ebenerzrüstung für mich behalten.
Gebt es ruhig zu. Ihr dachtet, dass das mein Plan sei. Dolkitus, was für ein absolut grauenhafter Gedanke. Ich habe niemals gedacht, dass jemand, egal wie gemein und verkommen, in Solia, warum nicht? Malvasia. Er braucht Träger, wie er bereits sagte. Er kann nicht gleichzeitig die Truhe tragen und die Bewohner von Eldenhain abwehren. Dolkius. Beim Stendar von allen schäbigen Intriganten, typisch argonischen. In Solia. Und warum braucht ihr mich lebendig? Shiavas. Brauche ich nicht unbedingt. Allerdings seid ihr hübscher als die anderen beiden, für eine Glatthaut zumindest. Und falls uns jemand folgt, geht er vielleicht auf euch zuerst los. Ein Geräusch kommt aus den nahen Büschen. Ja, was? Geht und seht nach! In Solia, das ist bestimmt ein Wolf. Diese Wälder sind voll davon. Seht ihr lieber nach. Seht ihr lieber nach. Ja, was? Ihr habt die Wahl, Insolia. Geht und ihr werdet vielleicht weiterleben. Bleibt hier und ihr werdet bestimmt nicht weiterleben. Insolia überlegt und geht dann zu den Büschen. Siavas, zu Malvasian und Dolkitus. Der König von Silvena wird eine Menge Geld für die Rüstung bezahlen und wir könnten es angenehmer unter dreien als unter vieren aufteilen. Insolia. Ihr habt ja so recht. Solia schwebt plötzlich zur Decke der Bühne empor. Ein halbdurchsichtiger Geist erscheint aus dem Busch und stürzt sich auf die Person, die ihm am nächsten ist, nämlich Shiavas. Während der Barbar schreit und mit dem Schwert nach ihm schlägt, kickt der Geist ihm wirbelndes Gas entgegen. Er fällt zu Boden. Nun wendet der Geist sich dem Heiler Dolkius zu und während der Geist seinen Frostzauber auf den unglückseligen Dolkitus richtet, schleudert Malvasian einen Feuerball auf den Geist, der ihn zu Nebel verdampfen lässt. Insolia schwebt zurück zum Boden, während Malvasian die Leichen von Dolkitus und Shiavas untersucht. Die beiden kreidebleich von der aussaugenden Kraft des Geistes sind. Malvasian, ihr hattet also doch noch ein wenig Magika übrig. Und Solia, ihr doch auch. Sind sie tot? Malvasian nimmt den Heiltrank aus Dolkitus Bündel. Malvasian, ja, glücklicherweise ist der Heiltrank beim Herunterfallen nicht zerbrochen. Nun, ich denke, jetzt müssen wir die Beute nur noch durch zwei teilen. Insolia, wir kommen hier ohne gegenseitige Hilfe nicht heraus, ob es euch gefällt oder nicht. Die beiden Kampfmagier heben die Truhe hoch und beginnen vorsichtig durch das Unterholz zu trotten. Von Zeit zu Zeit halten sie an, wenn sie Schritte oder andere unheimliche Geräusche hören. Malvasian, habe ich das richtig verstanden? Ihr hattet einen kleinen Rest Magika übrig. Also habt ihr beschlossen, Shiavas zur Zielscheibe des Geistes zu machen und mich dazu zu zwingen, den größten Teil meiner begrenzten Reserven dazu zu benutzen, den Geist zu zerstören, damit ich danach nicht mehr mächtiger bin als ihr? Das ist ein erstklassiger Plan. Insolia, danke. Es ist nur logisch. Habt ihr noch genug Kraft, um weitere Zauber zu wirken? Malvasian, natürlich. Ein erfahrener Kampfmagier kennt immer einen Plan, ein paar schwächere, aber höchst wirksame Zauber für solche Fälle. Ich vermute, dass auch ihr noch ein paar Asse im Ärmel habt. Insolia, selbstverständlich, da habt ihr recht. Sie halten einen Augenblick inne, als sie ein grauenhaftes Geheul wahrnehmen. Als es schwächer wird, stapfen sie langsam weiter. Sehr interessant. Aber das war ja natürlich total typisch, dass das kommt.
Sobald ihr mit den Zutaten zurückkehrt, werden wir herausfinden, ob ihr wisst, wie man sie kombiniert. Ich bin bereit, es zu versuchen. Ich habe alles dabei. Ich fand immer, die Jagd nach Zutaten an sich ist schon spannend genug. Ich hatte eine erfolgreiche Jagd. Was ist mit mein nächster Schritt? Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Geht mit euren Zutaten zu einem Kochtopf und haltet euch an das Rezept. Kehrt mit dem Ergebnis zu mir zurück, damit ich euren Wert als Köchin beurteilen kann. Was ist der Unterschied zwischen Kochen und Brauen? Die Zutaten? Das eine ist fest, das andere flüssig? Ich verstehe ehrlich gesagt die Frage nicht. Inwiefern kann mir das Versorgen helfen? Speisen und Getränke von hoher Qualität steigern eure Energie und ein voller Bauch hält einige Zeit lang an. Der Proviant eines Versorgers ist wesentlich gesünder als die alte Pampe, die man sonst so findet. Warum sollte man einen von Banditen gegrillten Kapaun essen, wenn man selbst einen grillen kann? Logisch. Okay, dann kochen wir mal. Wir müssten eigentlich... Ja, was müssten wir eigentlich herstellen? Schweinebraten, ne? So. Und wir sind Stufe 2 im Versorgen. Super. Bringt mir eure kulinarische Schöpfung, damit ich sie inspizieren kann. Ich werde feststellen, ob ihr das Zertifikat verdient habt oder nicht. Hier, bitteschön. Guten Appetit. Interessante Note. Rieche ich da eine Spur von Wamasu? Nein, das kann nicht stimmen. Ich würde es natürlich anders zubereiten, aber interessant genug für die Zertifizierung. Ihr könnt jetzt Versorgerschriebe erfüllen. Haltet eure Töpfe warm und eure Kelle sauber. Okay, danke schön. Eure Beherrschung des Handwerks ist eindrucksvoll, aber noch nicht allumfassend. Ich kann euch immer noch etwas lehren. Oh, schön. Ich hätte Interesse an einem Verzauberungszertifikat. Verzauberer bändigen die losen Möglichkeiten der Runen und verwandeln sie so in Glyphen mit fester Bedeutung. Ich werde euch unterweisen. Aber ich kann mich immer nur auf ein Zertifikat zur Zeit konzentrieren. Ist das annehmbar? Ich möchte als Verzauberin zertifiziert werden. Macht, Essenz und Aspekt. Alle unter den Gestirnen tragen diese Komponenten als Konzept in sich. Kombiniert man sie, bilden sie Glyphen, die Gegenstände mit Verzauberungen versehen. Als erstes müsst ihr diese Komponentenrunen finden. Danach lasse ich euch eine Glyphe erschaffen. Ich muss eine Glyphe herstellen, um zertifiziert zu werden? Auf jeden Fall, denn darin liegt die Essenz des Verzauberns. Runen der Macht, der Essenz und des Aspekts sind die grundlegenden Komponenten aller Glyphen. Besorgt eine von jeder Sorte, ehe ihr zurückkehrt. Wo finde ich Runen der Macht, der Essenz und des Aspekts? Ich kenne ein Versteck außerhalb dieser Stadt. Es kommt selten vor, so viele Runen auf einmal zu finden. Also dank den Göttern, die ihr anbetet. Sollten diese Runen nicht da sein, müsst ihr euch auf eine längere Suche machen. Wo finde ich sonst noch Runen? Es gibt viele Orte, an denen man Runen finden kann. Doch ich würde als erstes in den alten Ruinen Tamriels suchen. Vor allem draußen. Sie neigen zum Verlöschen, wenn man sie vom Sternenlicht fernhält. Ich werde mit den Runen zurückkehren. So. Aber als erstes gehen wir hierhin. Hey, hallo. Seid gegrüßt, Milchgesicht. Ihr müsst euch verlaufen haben. Hier trinken die Unerschrockenen, keine Milchgesichter. Verschwindet jetzt, Milchgesicht. Dieser möchte sich nicht mit eurer Milchgesichtigkeit anstecken. Ich bin kein Milchgesicht. Ich habe schon gegen schrecklichere Dinge gekämpft, als ihr euch vorstellen könnt. Wogegen habt ihr denn schon so gekämpft? Ein paar Schlammkrabben und ausgehungerte Banditen? Die Unerschrockenen gehen forsch die großen Dinge an.
Unheimliche Dinge, die man in den dunklen Ecken der Welt findet. Dinge mit fleischfressenden Fäusten, die nach eurem Gesicht hungern. Die Unerschrockenen? Wer sind die Unerschrockenen? Wir sind das. Allesamt Abenteurer auf der Suche nach Nervenkitzel. Wir sind keine Söldner wie die Kriegergilde oder Patrioten wie das Dominion. Wir kämpfen, um zu beweisen, wer der Stärkste im Wurf ist. Wollt ihr mitmachen? Dann müsst ihr euch würdig erweisen. Ja, ich möchte eine der Unerschrockenen werden. Das ist die richtige Einstellung. Was ist schon eine jahrhundertealte verfluchte Blutlinie angesichts ungezügelten Draufgängertums? Betretet die Verbannungszellen, bleibt eine Weile, ärgert ein paar Geister. Falls ihr lebend wieder herauskommt, dann trefft mich in der Taverne in Vulkelwacht. Dann unterhalten wir uns weiter. Werdet ihr mir in den Verbannungszellen helfen? Dieser hilft nicht. Dieser hat bereits der Pflicht Genüge getan. Dieser hat seinen Teil an gefährlichen Orten gesehen. Seine Aufgabe beschränkt sich darauf, Anwärtern den Weg zu unergründlichen Schrecken zu weisen. Aber viel Glück dort drin. Falls ihr zurückkommt, habt ihr sicher etwas zu erzählen. Was sind die Vorteile einer Mitgliedschaft bei den Unerschrockenen? Gute Frage. Wir sind erfahrene Abenteurer. Wir können euch Fertigkeiten und Taktiken lehren, die Soldaten gar nicht kennen. Unsere Schlachtfelder sind die Tiefen Tamriels. Außerdem könnt ihr einige der von uns erbeuteten Waffen und Ausrüstungsstücke kaufen. Wir haben eine sehr viel exotischere Auswahl als die örtliche Waffenkammer. Gibt es hier in der Gegend etwas, an dem eine Unerschrockene interessiert sein könnte? Draußen bei den alten Rilis-Grabmälern findet ihr die Verbannungszellen. Ich habe gehört, es soll dort einen untoten König geben und er hält jene, die ihn bewachen, ganz ordentlich beschäftigt. Klingt, als ob man dort einmal vorbeischauen sollte. Wie oft bekommt man schon einen untoten König zu sehen? Okay, leb wohl. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Da werden wir bei Berufe weitermachen, wie zum Beispiel beim Verzaubern machen und ja. Und ja, was soll ich sagen? Es ist diesmal nicht wirklich so interessant, aber es ist halt doch eine Vielfalt in The Elder Scrolls Online, dass man diese Stories hier auch von den Nebenquests erfahren kann. Und halt Handwerk gehört ja wohl auch irgendwo dazu. Und ja, ich würde mich freuen beim nächsten Mal. Also bis zum nächsten Mal. Und ich würde mich halt sehr freuen, dass ihr ein Abo da lässt oder und ein Däumchen nach oben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ich wünsche euch noch alles, alles Gute und eine schöne Woche noch. Und ja, macht's gut, viel Spaß, Wiedersehen.